Ist hier irgendwas trocken? Ja, hier. Da ist ein Eichhörnchen, das müssten wir eigentlich wieder füttern können. Ja, jetzt. Habe ich hoffentlich noch einen Apfel dabei, ja. Apfel ist nämlich das Lieblingsessen des Eichhörnchens. Und das muss man auch immer rausfinden. Und es gibt auch noch Tiere, die lassen sich ein bisschen schwerer... lässt sich ein bisschen schwerer annähern. Das werdet ihr aber auch noch alles erfahren bei mir. Jetzt ernten wir noch nicht, und zwar aus einem gewissen Grund. Das ist jetzt erstmal satt, das können wir nicht wieder füttern. Das dauert ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken. Sammlung, Kleintiere, wir haben es geschafft, wir haben es freigeschalten. Also, weil wir es schon zweimal anscheinend gefüttert hatten, hatten wir das letzte auch, das schwarze. Und das Tolle daran ist jetzt, das zeige ich euch jetzt noch, wir gehen jetzt in die Garderobe, Begleiter, und haben das schwarze Eichhörnchen. Wir können jetzt das schwarze Eichhörnchen als Begleiter mit uns rumlaufen lassen. Top, geil, dass das so geht. Und ihr seht, wie viele Kleintiere es gibt in der Sammlung. 41 Stück, und die könnt ihr euch alle freischalten und quasi dann auch als euren Begleiter mitlaufen lassen. Wahnsinn. Das ist schon allein, das ist mega geil. Okay. Merlin, jetzt gehen wir mal zu Merlin. Oh, hallo. Prächtig, das Streamlight sammelt sich in den Tiefen des Brunnens. Du hast jetzt genug Streamlight, um die Nachtdornen an der Tür des Schlosses zu vertreiben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Beeil dich, beeil dich. Nee, bleib mal hier. Nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Christian. Das wissen wir. Jetzt habe ich ja noch ein Geschenk für ihn. Und zwar wollte der doch die Cracker. Und eine blaue Hortensie. Das sind nämlich seine Lieblingsgeschenke da unten. Und die geben dann einen richtig guten Buff. Und jetzt sehen wir, er ist auch jetzt Level 3. Dein Begleiter kann mehr Ernte einbringen, wenn du erntest. Und ihr seht, da unten ist dann immer, was man bekommt mit dem Level, wenn wir ihn hochleveln. Und das nächste Mal ist es dann auch 500 Sternmünzen. Und jetzt haben wir aber noch was Besonderes bekommen. Oh, hallo. Ah, nee, das geht noch nicht. Normalerweise könnte er jetzt mit mir abhängen, aber anscheinend funktioniert das noch nicht. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Dann gehen wir erstmal an das. Dann schalten wir erstmal das Traumschloss frei. Vielleicht geht es nämlich dann erst. Was haben wir denn jetzt gerade noch freigeschaltet? Ah ja, hier Freundschaft. Bring ein Lieblingsgeschenk, genau. Da bist du ja! Richte deine Magie auf die Nachtdornen, Chris. Entferne die Nachtdornen. Nutze 2000 Dreamlight. Bravo, Chris, bravo. Jetzt können wir endlich das Traumschloss betreten. Und jetzt lauf. Und dafür brauchen wir das Dreamlight, nämlich für neue Gebiete freizuschalten. Auch die anderen Biome. Dafür brauchen wir auch das Dreamlight. Also hier, da gibt es dann immer diese großen Nachtdornen, die wir freischalten müssen. Aber an gewissen Punkten kommen wir auch nicht nur mit Dreamlight weiter, sondern brauchen auch andere Sachen. Also es ist doch sehr umfangreich. Hier braucht Wasser oder was? Warte mal, bevor ich ins Schloss gehe. Goofy, altes Haus, was geht? Es ist so geil. Nee, doch nicht hier, ist alles nass. Nee, da braucht eins Wasser, aber das sind ja keine vier Stück, die Wasser brauchen. Das ist echt nice. Ich finde das echt cool. Ich hatte auch schon mal in meinem privaten Spiel habe ich mal so eine Parkbank wie hier. Die habe ich mal vors Haus mit Tisch gestellt hier, dass ich so ein bisschen eine Sitzgelegenheit habe. Und da hat dann einfach mal, als ich dann vorbeigekommen, Mickey Maus da gesessen und geschillt oder so. Oder Vaiana, genau, Vaiana war es. Kleiner Spoiler, die gibt's auch. Gibt einige Charaktere. Ich kenne ja selber noch nicht alle, also ich bin echt gespannt. Man könnte es ja schon gucken. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Jetzt erinnere ich mich, Chris. Es geht nicht darum, was im Traumschloss ist, es geht darum, wer darin ist. Als unser Herrscher ging und das vergessene Tal übernahm, blieben einige von uns zurück. Andere wiederum beschlossen, in ihre Reise zurückzukehren. Jede Tür vor dir führt in ein anderes Reich, zu einem Traum ihrer eigenen Welt. Das Schloss ist voller Tore zu anderen Welten. Ich möchte die neuen Welten entdecken. Auf der Suche nach den verschwundenen Dorfbewohnern wirst du hinter diesen Türen viele Wunder finden. Ich fürchte allerdings, dass sie sich nicht an Dreamlight Valley erinnern werden. Es liegt also an dir, einen Weg zu finden, sie nach Hause zu bringen. Wie ich sehe, hast du gerade noch genug Dreamlight übrig, um die erste Tür zu öffnen.
Du musst dich für das erste Reich entscheiden, in das du gehen möchtest. Ich möchte... den Ozean mit einem Halbgott besuchen, einen verlassenen Planeten mit einem schüchternen Roboter besuchen oder ein Restaurant mit einem großartigen kleinen Koch besuchen. Oh. Schon mal den Ozean mit dem Halbgott. Du hast den Geist eines wahren Entdeckers. Das verheißt Gutes für dich, Chris. Sobald du durch diese Tür gehst, gelangst du in ein anderes Reich. Hilf den Leuten dort so gut du kannst. Erzähle ihnen von Dreamlight Valley und bitte sie um Hilfe. Wir werden all unsere Freunde hier brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was vor uns liegt. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Schatztruhen. Wie viel Platz habe ich denn im Impf eigentlich? Oh, ja, nicht mehr so viel. Weißes Haus der Träume T-Shirt. Oder Shirt, ne? Da haben wir noch eine. Dann ziehen wir, machen wir das auch mal auf. Edle lila Schuhe. Hey, die habe ich, glaube ich, bei mir nicht mal gehabt. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Aber er kann immer noch nicht... Also, danke, ich weiß gar nicht gerade nicht so genau, warum er mir nicht folgen kann. Ah, hier ist aber keine Schatztruhe. Da war die doch bei mir, glaube ich. Ist also auch ein bisschen anders. Jedes Mal aufgebaut. Hier haben wir noch Türen. Ne? Also so ein bisschen wie Mario 64. Überall sind Türen, die man öffnen kann mit der Zeit. Und da hinten dran noch. Also ich denke, da wird es auch noch irgendwann erweitert. Dass man hier in die andere Welten geht. Ich weiß nicht, ob die alle schon zugänglich sind im momentanen Spielzustand. Das ist ja noch ein Early Access. Weil hier sehen wir auch ein Bild hinten dran und können betreten für 4000 Dreamlight. Hier sehen wir es nicht und es steht auch nichts betreten. Ich glaube, das wird noch nachträglich reingefügt, dass da verschiedene Disney-Welten noch zugänglich werden. Gehe ich mal davon aus, weil das Spiel wird ja auch wahrscheinlich stets erweitert. Und bis zu seinem echten Release ist ja noch ein bisschen hin. Ist ja Early Access, um es noch einmal zu erwähnen. Orangefarbenes Retro-Shirt. Retro-Mickey-Maus-Shirt, so. Das ziehen wir mal an. Und ich würde auch gerne in diesem Zusammenhang mal den Mantel ausziehen. So, machen wir ein T-Shirt an. Was haben wir denn? Vielleicht noch eine passendere Hose hier. Boah, das sieht doch schon ein bisschen adretter aus. Und hier, ja, das mit der Krone habe ich nicht rausgefunden. Die habe ich bei mir auch nicht. Aber ist okay. Gelbe Mickey Maus Schuhe. Gelbe Mickey Turnschuhe, cool. Ja, so laufen wir erstmal rum. Man könnte auch, warte mal, ich zeige euch mal ein Komplettkostüm, das wir ja schon haben. Das ist einmal der graue Jeans-Overall. Das wäre das Gärtner-Ding. Und einmal hier, bis die Uhr Mitternacht schlägt. Der sieht eigentlich cool aus. Ich glaube, den lassen wir an. Dann ziehen wir aber andere Schuhe an. So. Und jetzt noch Jafar-Style. Jetzt müssten wir noch das hier anziehen. Ja. Sehr geil. Nee. Lass mal aus. Ich will jetzt keine Kopfbedeckung. So sieht's cool aus. Wir sehen richtig königlich aus. Okay, gehen wir jetzt schon direkt in die Welt. Wollen wir die neue Welt erkunden? Oder? Nee, ich würde eigentlich lieber erstmal mein Inventar ein bisschen leer machen. Hier mache ich immer gerne die Punkte weg, dass ich direkt sehe, wenn was Neues ist. Ja, gehen wir mal raus nochmal. Der Sternenpfad ist jetzt verfügbar. Schließe verschiedene Aufgaben ab, um exklusive Möbel, Kleidung und mehr zu verdienen. Ja, den Sternpfad, das hatten wir ja hier, das ist das Event. Mit verkaufe Gerichte, baue Topasse ab, beginne Diskussionen, hebe Früchte auf, sammle Sternmünzen und verkaufe Gegenstände. Und das wird auch immer ersetzt, wenn er das schafft. Und dann kriegt er diese Sterntaler, diese Münzen, die er hier im Battle Pass quasi ausgeben könnt, wenn man so will. Battle Pass. Ich glaube, wir holen uns direkt mal hier wieder das Mondzeug. Ach so, ich glaube, das ist fehlgeschlagen, weil ich das bei mir schon gekauft habe. Ha! Dann kann ich die nicht nochmal holen, das wäre ja komisch, ja. Ja, genau so ist es wahrscheinlich auch.
Ja, das ist halt das Problem, wenn man auf der PS4 und mit der PS5 mit der gleichen ID auf jeden Fall spielt. Und deswegen funktioniert das alles nicht so gut. Und deswegen auch mit diesem, ja, ist das halt ein bisschen blöd, dass man da eben auch keine richtigen zwei Spielstände machen kann. Ich bin mal gespannt, weil jetzt speichern wir hier ja so gesehen auch lokal, ob dann meine PS4-Version überschrieben ist. Oder ob die im Cloud drin ist, weil die hatte ich, glaube ich, im Cloud. Nee, oder war das hier die im Cloud? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, wenn meine PS4-Dings überschrieben ist, dann habe ich die Arschkarte, dann kann ich es nicht so spielen, wie ich es gerade spielen möchte. Dass ich einmal für euch Let's Play und einmal privat spiele, dann müsste ich mit einem anderen Profil privat spielen. Oder mit einem anderen Profil Let's Playen. Im Zweifelsfall werde ich das vielleicht machen, dann spiele ich so weit, wie wir hier nach dieser Aufnahmenreihe sind mit meinem Zweitprofil, weil dann hätten wir nicht diese, diese Konfrontation. Muss ich mal schauen. Einen schönen Tag noch! Hallo! Achso, wie repariere ich den Laden? Was hatten wir denn da? Wenn du bereit bist, mit meinem Shop zu investieren, kannst du einfach das Schild daneben verwenden. Achso, okay. Stimmt, auf Wiedersehen. Ja, müssen ja seinen Laden wiederherstellen und das kostet uns. Nachbar. Bist du bereit zu investieren? Sobald ich den Laden eröffne, gibt es jede Menge Möbel und Kleidung zu kaufen. Du kannst mir vertrauen oder mein Name ist nicht mehr länger Dagobert Duck. Wir brauchen 1000 und das machen wir auch. Endlich, die große Eröffnung! Huch, ich wollte eigentlich mit ihm reden, nicht in die Bude reingehen, aber egal. So, jetzt können wir hier mit ihm reden. Welch ein Glück, ich bin wieder im Geschäft, jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, und eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich, kauf dir etwas Schönes. Jetzt kriegen wir wieder einen Anteil zurück, 400, das ist ja okay. Komm herein, sieh dich um, Chris. Wenn du nichts siehst, dass du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid und wir nutzen mein patentiertes Liefersystem. Ja, wenn ich jetzt, ich kann jetzt auch zu ihm gehen und quasi in seinem Katalog Sachen bestellen. Was muss ich denn eigentlich? Ah ne, er hat jetzt keine Quest, aber wir können jetzt halt trotzdem mal mit ihm reden. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Ne, ich kann doch nicht mit ihm reden. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Den Ding einen Sinn geben. Wie kann ich investieren? Hä? Ich habe doch diese Quest gar nicht mehr, oder? Dank. Kaufe etwas, ach so, ja doch, kaufe etwas in Dagobert Ducks Laden. Eine Espressomaschine. Oder hier den Eisthron. Oh, der ist sogar relativ günstig. Auch das ist relativ günstig. Ja, die sind ja gerade günstig. Die werden nämlich, da ist schon richtig teuer, ne? Hier von Ariel der Tisch, der ist aber auch cool. Ja, ich glaube, ich kaufe mir das hier. Ne? Als Gamer. Sei gegrüßt, Nachbar. Modern, zwanglos Spielzimmer. Für diesen Gegenstand oder Spielautomat. Eine schöne Anschaffung für jemanden mit gutem Geschmack. Ralf Reichs. Ja. Es gehört dir, in der Tat, eine sehr kluge Investition. Auf Wiedersehen und bis bald. Hallo. Eine hervorragende Investition, Chris. Du wirst es nicht bereuen. Schau am besten öfter mal in meinem Laden vorbei. Ich bekomme jeden Tag neue Waren. Das ist ein kluges Geschäft. Natürlich, ich weiß genau, wie ich meine Kunden glücklich mache. Schließlich bin ich Dagobert Duck. Und wieder ein Level Up. Yay! Mit dem Level Up erhöht sich immer unsere maximale Energie. Das ist halt nice. Und wir kriegen jetzt noch dieses tolle Bett. Für in unser Haus, wo kein Platz ist, ne? So, was hat er noch für uns? Ach Chris, ich habe mir gerade meine Quartalszahlen angesehen. Uff, sie sind katastrophal. Ich bin am Ende. Was ist los? Im Moment so einiges. Der Laden ist geöffnet, aber ich habe keine Kunden. Wenn ich nicht schnell handle, ist mein Vermögen verloren. Was brauchst du? Also als allererstes müssen wir die Bewohner von Dreamlight Valley wissen lassen, dass mein Laden wieder geöffnet ist. Ah, ich könnte dir helfen, Werbung zu machen. Das wäre fantastisch. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin Dagobert Duck. Die Leute sehen mich als Stütze der Gesellschaft. Ich kann mich im Dorf nicht wie eine wandelnde Werbetafel zeigen. Für diese Aufgaben bist du besser geeignet. Ziehe ein Outfit an, mit dem du durchs Dorf gehen und für meinen Laden werben kannst. So, ziehen wir hier mal das Dagobert Duck-Oberteil an, um Werbung zu machen.
Normal müsste ich Geld dafür bekommen. Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, du trägst das T-Shirt, wie ich sehe. Du siehst fantastisch wie immer aus. Das tust du. Ich hätte mir kein besseres Fotomodell wünschen können. Aber was stehst du hier noch herum? Ich weiß schon von meinem Laden, du musst im Dorf herumlaufen, um die Nachricht zu verbreiten. Wenn du schon mal da bist, könntest du etwas Weichholz besorgen und hierher zurückkommen. Wir müssen ein paar Schilder herstellen. Freundlichen Dank. Alles klar. Ja. Ah, okay. Gut, was haben wir denn alles noch Schönes Neues hier bekommen? Ach so, nur Sammlung. Kleidungssets. Also wir müssten jetzt aber auch tatsächlich... Wir können... Warte mal, haben wir noch... Ja, wir haben noch einen Apfel dabei. Wir können auch dieses Eichhörnchen noch füttern. Weil das ist ja ein anderes. Chip! Chip, chip, chip und chip. Also das kann ich jetzt nicht aufsammeln. Okay. Weil ich keinen Platz im Inf habe. Deswegen machen wir jetzt mal einen kurzen Zwischenstep. Warte mal, ich gucke mal. Hallo? Jetzt kann ich auch mit Miki reden. Hallo, wie geht es dir heute? Ich bin ein wenig glücklich. Nee, glücklich wie immer. Toll, dann bin ich glücklich, dass du glücklich bist. Haha. Danke, Kumpel. Das ist halt so das Tägliche. Wir können einmal täglich mit jedem Charakter reden. Steigert auch unsere Freundschaften und so. Und jeden Tag ändern sie auch ihre... Ihr seht ja schon die Lieblingsdinge des Tages. Das ist jetzt weiß-rote Hortensie. Gegrilltes Gemüse. Das habe ich gar nicht. Ich habe Rohkost. Und eine Zitrone. Also eigentlich ist das Einzige, was wir jetzt rankommen könnten, ist gegrilltes Gemüse. Und die weiß-rote Hortensie, die ich aber auch gerade nicht habe. Nee, da kommen wir, glaube ich, auch noch gar nicht ran. Das heißt, wir haben jetzt noch nichts, was ihm zusagt. Aber er kann jetzt mit uns abhängen. Okay, jetzt geht's endlich mit dem Abhängen. Dann muss ich mal Merlin gleich aufsuchen, weil der soll uns hier bei der Ernte helfen. Das haben wir ja bei ihm geskillt. Und deswegen habe ich es noch nicht abgeerntet, weil ich wollte, dass Merlin dabei ist. Da, 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 da. Ah, ist das so schön chillig, das Game hier. Also ich feiere das insgesamt und das ist einfach so cool gemacht alles und man hat auch so viel zu tun. Wie gesagt, das ist so umfangreich. Das könnte, wenn ihr Bock drauf habt und auch das Ganze feiert und lange dabei seid und immer interessiert seid, wie es weitergeht, dann könnte das hier ein richtig langer Let's Play werden. Wie gesagt, das ist halt auch immer ein bisschen abhängig von euch, weil wenn es letzten Endes keiner mehr guckt, dann werde ich es eben auch wohl eher nur für mich spielen. Weil dann brauche ich mir die Arbeit nicht zu machen. Aber wenn ihr guckt, dann kann ich mir echt vorstellen, dass wir hier Großartiges erreichen werden. Ähnlich wie bei Minecraft oder so. Da kann man nämlich auch wirklich viel bauen und machen hier. Und gestalten und dekorieren, erkunden. Und die ganzen Charaktere sowieso aus der Disney-Welt. Da hat man schon einiges zu tun.